So, moin Leute, heute zum Feier des Tages zu Silvester, das wirklich letzte Video von mir für dieses Jahr. Was haben wir hier im Vorgrund? Vordergrund, nicht Vorgrund, Vordergrund, sorry. Wir haben hier eine Essen Genesis GP40-2 und zwar in den Bright Future Farben der CSX. Das Modell hat nach mehreren Jahren, darf ich das so sagen? Oder ich weiß es gar nicht, ich muss jetzt mal nachgucken. Aber das Modell hat wieder zurückgefunden zu mir. Und ich weiß gar nicht, wie das kam. Durch Zufall hatte ich das Modell entdeckt und ich dachte mir, boah. Und irgendwann stand dann auch der Kommentar drunter von dem Verkäufer. Ja, dass ich das Ding umgebaut hätte auf LED und der Umbau wäre ja auch auf meinem YouTube-Kanal zu sehen. Dann hatte ich mir das angeguckt, aber irgendwie scheinbar ist da irgendwas gelöscht. Der Umbau, der ist nicht mehr zu finden. Wie auch immer, die Lok hat jedenfalls zu mir zurückgefunden. Es ist eine besondere Lok. Nicht, dass es eine GP40-2 ist, das ist eigentlich die Standard-Loks, aber die hat so gewisse, wer mich kennt, hat so gewisse Sachen, die diese Loks oder diese Lok eben speziell macht. Ist natürlich nur was für Insider. Und zwar, wenn man das jetzt sieht, zum Beispiel der Tank, die hat nur einen ganz kurzen Tank, kann man das sehen? Der geht nur bis hier. Normalerweise ist sie größer. Ist der Tank größer, der geht normalerweise bis hier. Also ist wie ich ein ganz kleiner Tank. Und dann kann man hier auch den Zwischenraum sehen. Diese Lok wurde eigentlich nur für den Rangierbetrieb benutzt. Also war nicht irgendwie auf der Mainline. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob die, aber normalerweise sind diese Loks dann nur für den Rangierbetrieb, eventuell für Shortline-Betrieb unterwegs. Aber da fängt schon das Erste an, dass man das sehen kann. Dass die Lok eben einige Veränderungen untergangen ist, also dass sie wirklich verändert worden ist. Des Weiteren muss ich sie ein kleines Stück zurückfahren. Ja, sie brummt noch ein wenig. Wie gesagt, es ist ein alter Soundtrack Tsunami drin. Ich weiß jetzt gar nicht, von wann die Lok ist. Das müsste ein, wenn man das zeigt. Eigentlich der einen der allerersten gewesen sein von Essen Genesis, weil das Modell kenne ich oder ist bis jetzt auch noch nie wieder so rausgebracht worden. Was hier natürlich besonders ist, wie gesagt, die Battery Slots, das war ein Chassis System typisches Detail, wer das kennt. So, und jetzt kommen wir jetzt so wirklich zur wichtigen Sache. Die Lok hat Nose Headlights, also Nasenbeleuchtung. Die Cab Headlight, also die Kabinenbeleuchtung, die eigentlich hier oben sitzt, die ist abgedeckt. Und da sagt der Amerikaner dann blanked out. Da ist dann nur so ein Abdeckblech drüber gesetzt. Wenn man zum Beispiel, jetzt zeige ich mal, ey, warte mal, ich kann die andere besser zeigen. Wenn ihr hier jetzt seht, die hat zum Beispiel jetzt hier die Cab Headlights, so sagt man das, und hat natürlich dann keine Nasenbeleuchtung. Was sagt uns das? Also mir sagt das ganz viel. Zum Beispiel sagt mir das, dass das eventuell eine Louisville und Nashville war früher oder von Seaboard Systems. Wenn man zum Beispiel mal eine alte diese beguckt, hier könnt ihr nämlich sehen, die hat die Cab Headlights und die Nose Headlights. Ja, und dieses ist die originale Seaboard System Lok. Hat auch keine Markierung auf der Cap. Hier, diese hat zum Beispiel noch die Markerlights, während diese wahrscheinlich normalerweise auch mit dem Abdeckblech verschlossen wurden, weil man die bei CSX nicht mehr gebraucht hat. Zum Weiteren hatte man hier jetzt diese Ditchlights angebracht, die etwas schräg stehen. Wer das kennt, das wurde nachträglich gemacht. Also da kann man auch schon sehen, dass das wirklich, dass die Lok dann schon mal umgebaut wurde.
In welchem Jahr genau kann ich euch leider nicht sagen. Da müsste ich wahrscheinlich den Builders Plate danach gucken, aber da müsste ich dann genau mit der Lupe suchen. Aber ich denke mal, dass das irgendwie 95 irgendwie sowas in der Ecke gewesen ist. So, jetzt machen wir den guten Eimer mal eben an. Wie gesagt, der hat den alten Soundtrack Tsunami Sound an Bord. Das funktioniert schon mal nicht. Man muss dann auch die richtige Taste drücken, Herr Alves. So. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt gehen wir mal ein Vorwärts. Dann kommt die beiden Lampen an. Die gehen dann an. Und da könnt ihr mal sehen, dass ich die umgebaut habe auf LED. Da sieht man nämlich, wie hell das ist. R5 hatte ich die Ditchlights. Und da könnt ihr auch sehen, wie schön hell die sind. Weil original hatten die ja früher, wer das kennt, ja diese Glühlampen. Und das ist absolut nicht meine Geschichte. So, jetzt wollen wir den Eimer mal fahren lassen. Das ist jetzt Fahrstufe 1. Das ist für so einen alten Tsunami mit einer Aston Genesis gar nicht mal so schlecht. Ne? Und vor allen Dingen, ich glaube, ich weiß nicht, habe ich damals schon mal. Ich glaube nicht, dass ich großartig was programmiert hatte an der Motorkennlinie. Also ich habe nur die Road nochmal, die 6353 programmiert und sonst weiter nichts. Das merkte ich ja gerade schon am Bremsen. Das ist alles noch ein bisschen hakelig und nicht so, wie es soll. Glocke. Kennt ihr alles? Horn. Dynamic Brakes. Läuft für ihr Alter wirklich nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hatte ich schon früher ganz andere Rohrkrepierer mit den Soundtrack-Tsunamis. Gehen wir mal in Reverse, in zurück. Das ist jetzt immer noch Fahrstufe 1, 2, 3. Das Notching Up stimmt auch noch nicht, das muss ich auch noch bearbeiten. 5. Also jetzt geht er nämlich eine Fahrstufe höher. Passt eigentlich, ja, kann man so akzeptieren. Aber die läuft wirklich gut. Für ihr Alter, ja. Da habe ich schon ganz andere Aston Genesis gehabt, die liefen überhaupt nicht. Also ich bin wirklich wahnsinnig zufrieden mit dem Ding, wie die läuft. So. Ditchlights aus, Licht aus. Sound aus. So, das war erstmal jetzt wieder mein Zurückkehrer, der wieder den Weg nach Hause gefunden hat. Wie gesagt, es ist eine seltene Lok, die findet ihr nicht so 1, 2, 3 wieder. Alleine schon in den Farben. Dieses Bright Future ist ja nicht so oft gewesen bei Aston Genesis. Die haben ja lieber diese dunkelblauen rausgebracht, die ich nicht so mag. Dies ist ja mehr noch diese alte Übergangsfarbe. Ja, und wie gesagt, ist noch nicht programmiert, noch gar nichts. Da muss ich noch weiter ein bisschen feintunen. Da möchte ich mich hier nochmal ganz herzlich bei dem Heiko bedanken. Das war der vorige Besitzer dieser Lok. Und man kann wirklich sehen, den Zustand dieser Lok, dass die wirklich absolut gepflegt ist, so wie sich das gehört. Ich bin da eigentlich sehr im, ja, ich bin da eigentlich sehr genau und empfindlich mit meinen Loks. Also wirklich, hier kann ich auch nur sagen,
Ja, ist wirklich sehr, sehr pfleglich mit umgegangen worden, wenn überhaupt. Fahrbetrieb wahrscheinlich gar nicht, so wie ich das sehe. Auch die Verpackung von ihm war wirklich äußerste, wie ich, perfekt, kann man nicht anders sagen. Also da habe ich ganz, ganz andere Schoten schon erlebt. Also es gibt auch vernünftige Leute, ne? Das wollte ich damit sagen. Es gibt nicht nur alles so Knallschoten. Wie ihr wisst, habt ihr bestimmt ja auch in der letzten Zeit da Leute mitgemacht, wo ihr denkt, oh, 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 oh. So, das soll es erstmal gewesen sein. Leute, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr rein. Trinkt nicht zu viel. Bleibt negativ. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Man sieht sich wieder im nächsten Jahr und tschüss.